Nice, dass du wieder dabei bist. Ich bin Tommy und gemeinsam mit Notebooks Billiger wollen wir euch Lightroom etwas näher bringen. Das ist jetzt mittlerweile schon das dritte Video, das heißt, wenn ihr jetzt eingeschaltet habt, geht auch nochmal zwei Videos zurück, da erklären wir euch noch ein bisschen mehr. Ich habe euch auch ein Bild zur Verfügung gestellt, anhand dessen wir uns hier ein bisschen durch Lightroom hangeln. Ich steige jetzt erstmal in Lightroom wieder ein und heute geht es vor allem um das Thema selektive Farbveränderung und Color Grading. Let's go! Wir öffnen Lightroom, sehen hier auch schon unser Bild, was wir bearbeiten und gehen wieder auf den Reiter entwickeln, um uns das Ganze anzuschauen und zu verändern. Hier ist auch noch die Gradationskurve offen, das Thema haben wir beim letzten Mal behandelt und da sehen wir hier nochmal schön die S-Kurve, die dafür sorgt, dass unser Bild mittlerweile so aussieht, wie es jetzt aussieht. Dadurch, dass wir aber noch ein bisschen Farbe reinbringen wollen, gehe ich hier auf diesen HSL Farbereiter. HSL, ganz easy zu merken, steht dafür für Hue, was im Englischen so viel wie Farbton bedeutet. S wie Sättigung oder Saturation und L wie die Luminanz, was im Endeffekt nichts anderes ist als die Helligkeit einer Farbe. Ihr habt diese drei Bereiche jetzt hier nebeneinander und könnt euch einfach hier durchklicken und könnt schauen, was ihr verändern möchtet. Um das Ganze aber noch ein bisschen einfacher zu machen, gibt es hier ein kleines Farbenkreuz, was ich anklicken kann und mit dem ich mich dann ins Bild bewege, um dort meine Farbe auszuwählen. Ihr werdet es auch gleich sehen, denn wenn ich beispielsweise jetzt meinen Grünbereich, mein Gras oder das Moos hier am Stein verändern möchte und jetzt einfach mal hier auf den Grünslider gehe, dann verändere ich natürlich den Farbton des Grases, aber ihr werdet gleich sehen, wenn ich das mit dem Farbenkreuz mache, dann werden tatsächlich alle Farben ausgewählt, die die Farbe des Grases und des Mooses eigentlich erzeugen und das ist Gelb und Grün. Das heißt, ich arbeite sehr gerne mit diesem Farbenkreuz, was sich einfach ins Bild rüberziehen lässt. Ihr macht einen Klick, bewegt das Ganze mit der Maus hoch und runter und seht, wie sich hier die Regler verändern. Dadurch, dass ich das Gras immer ein bisschen in die gelbliche Richtung ziehen möchte, tue ich das jetzt auch. Das sieht man hier sehr schön. Beide Slider gehen in den negativen Bereich. Das gibt meinem Gras und meinem Moos ein bisschen einen gelblichen Stich, den wir dann nochmal ein bisschen über die Sättigung auch verändern werden. Das werde ich euch gleich zeigen. Gehe aber jetzt erstmal noch im Farbton in den Wasserbereich. Das Wasser sah tatsächlich fast haargenau so aus am Ischiensee. Ein richtig, ja, fast schon karibisches Wasser. Das ist mir aber noch ein bisschen too much, weil ich tatsächlich auch die Person hier noch ein bisschen mehr herausarbeiten möchte. Und dadurch, dass das mit diesem Wasser jetzt ein bisschen untergeht noch, nehme ich hier einfach den Farbton ein kleines bisschen runter. Da sehe ich schon, dass ich jetzt die Slider für Aquamarin und Blau verändern. Und das ziehen wir einfach ein ganz kleines bisschen in den Negativbereich. Das macht das Ganze noch ein bisschen grünlicher vielleicht, aber es sieht im Endeffekt ein bisschen stimmiger aus für das gesamte Bild und die Person kommt ein bisschen besser in den Vordergrund. Mehr Farben haben wir hier erstmal in dem Bild gar nicht. Natürlich haben wir noch die Farbe Rot, die möchte ich aber eigentlich gerne so belassen, weil die Person so am besten eigentlich zu erkennen ist. Den Farbton möchte ich gar nicht groß ändern und gehe deswegen hier direkt in die Sättigung, denn natürlich habe ich in den letzten Videos schon gesagt, dass die Farben durch Kontrastveränderungen und allem drum und dran schon richtig schön hervorkommen. Jetzt derzeit sind sie ein bisschen too much für meinen Geschmack. Ich möchte eher ein bisschen in eine stimmungsvolle, moody Richtung gehen und deswegen gehe ich hier in den Sättigungsbereich mit dem Fadenkreuz zunächst einmal auf den Grünbereich und ziehe das Ganze ein kleines bisschen nach unten. Somit kommt die Person ein bisschen mehr hervor. Das Ganze mache ich wieder im Wasserbereich, ziehe es auch ein kleines bisschen runter, das Ganze, und bin so jetzt richtig schön zufrieden. Die Luminanz, die möchte ich gar nicht zu sehr verändern, weil die Grundstimmung des Bildes mit der Helligkeit der Farben für mich eigentlich schon recht perfekt ist. Ich zeige es euch aber ganz gerne mal, was passiert, wenn ich jetzt hier bei der Luminanz beispielsweise auf den blauen Reiter gehe und den einfach mal ganz nach rechts schiebe, dann seht ihr, dass alles, was im Bild blau ist, sehr viel heller wird. Aber wie gesagt, das lohnt sich bei manchen Bildern sehr, damit zu arbeiten. Man könnte sagen, man könnte vielleicht sogar noch ein bisschen die rote Jacke der Person im Bild ein bisschen heraus und das machen wir jetzt einfach
Wir gehen mal hier auf den Plus 7. Das heißt, die Person poppt noch mal ein bisschen mehr hervor, sind dann aber hier schon mit der selektiven Farbveränderung fertig. Ab geht's zum nächsten Reiter, Color Grading. Ich habe euch ja nun schon zwei Möglichkeiten erzählt und beigebracht, wie ihr etwas Farbe ins Bild bringen könnt. Das ist zum einen der Weißabgleich. Da seid ihr ein bisschen limitiert, denn da könnt ihr entweder in eine kühle, blaue oder in eine warme, gelblichere Richtung gehen oder in eine grüne und lila Richtung, indem ihr die Tönung verändert. Das ist ein bisschen limitierend. Das Ganze kann man noch ein bisschen genauer vielleicht machen mit der Gradationskurve, indem man sich die rote, grüne oder blaue Gradationskurve auswählt. Aber auch da ist man ein bisschen limitiert. Und was ihr hier seht im Color Grading Bereich ist im Endeffekt ein Kreis, der euch 360 Grad Farbauswahl bietet und jede Farbe, die existiert, anbietet. Die könnt ihr jetzt ins Bild bringen, indem ihr einfach hier in diesen Kreis klickt und den kleinen Bereich hier einfach verschiebt. Ihr habt hier oben 5 Symbole. Wir fangen einfach mal beim rechten Symbol an. Dieser Kreis steht hierbei für die globale Farbtemperatur oder für die Farbgebung. Das heißt, wenn ich in diesem Kreis, in diesem Bereich, jetzt meine Farbe hier ändere mit einem Klick, seht ihr schon, dass über das ganze Bild wie eine Art Filter gelegt wird mit der Farbe, die ich jeweils auswähle. Und dadurch, dass mir das immer ein bisschen too much ist und ich ein bisschen detailgetreuer arbeite, widme ich mich eher mit den drei daneben stehenden Kreisen. Denn hier habe ich von rechts gesehen die Lichter, die ich verändern kann in ihrer Farbgebung, die mittleren Töne und die Schatten. Begonnen bei den Lichtern mag ich tatsächlich immer, wenn man die ein bisschen wärmer macht. Das heißt, ich bewege mich eher hier in diesem Bereich, setze einfach mal einen Kreis und sehe schon, dass hier die Lichter im Wasser ein bisschen wärmer geworden ist. Wird nochmal ein bisschen deutlicher, wenn ich das hier ein bisschen hochziehe. Wenn ihr hier auf diese Lichter schaut, das wird ein bisschen wärmer. Es ist mir aber viel zu viel und deswegen gehe ich hier nur ganz leicht rein und bewege mich ungefähr hier. Wenn ich mit den Lichtern fertig bin, überspringe ich erstmal die Mitteltöne, weil ich gehe erstmal ins andere Extrem und widme mich den Schattenbereichen. Und um die ein bisschen aufzupeppen, bewege ich mich immer gerne ein bisschen in die kühlere Richtung wieder, um einfach so einen schönen Kontrast zwischen Licht und Schatten, zwischen warm und kühl zu geben. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, das Ganze finden wir hier unten eher in die linke untere Ecke. Ich setze mal meinen Punkt und dann mit Verschieben des Kreises auf der Linie, die mir Lightroom hier automatisch gibt, kann ich das sehr gut anpassen. Ich würde mal sagen, dass sieht hier schon sehr gut aus. Hier unten habe ich auch nochmal die Kontrolle. Das Blau, was ich mir jetzt ausgewählt habe, das ist der Farbton der Nummer 207 und das ist mit einer Intensität von 7 ins Bild eingearbeitet. Um jetzt nochmal eine kleine Anpassung zu machen, denn auf der einen Seite haben wir jetzt in den Schattenbereichen eine kühle Farbtemperatur und vom Licht geht eher eine warme Farbtemperatur aus und irgendwo dazwischen liegen, ihr könnt es euch denken, die Mitteltöne und da schauen wir mal, wie wir da einen schönen Übergang reinbekommen. Und ich bin da auch immer Fan, ein bisschen mehr in eine wärmere Richtung zu gehen. Das heißt, wir gehen mal hier drauf, ein bisschen in die wärmere Richtung und wollen das aber wirklich ganz minimal nur reinbringen. Und ich würde sogar sagen, wir bringen das hier unten sogar mal nur mit einer 3 ins Bild. Das wird dem normalen menschlichen Auge vielleicht gar nicht so richtig auffallen, aber dadurch, dass ich tatsächlich viel mit dem Color Grading Tool arbeite, sehe ich da definitiv einen Unterschied, der sich lohnt, diesen einen Schritt zu gehen. Und im Endeffekt war es das auch schon für die Farbgebung, für die selektive Farbveränderung. Und ihr seht, wenn wir das Ganze mal ganz kurz alles ausschalten, was wir damit erzeugt haben. Denn hier mit diesem Bild haben wir heute begonnen. Das ist der Stand nach unserem letzten Video der Gradationskurve. Und wenn ich jetzt hier einfach mal die selektive Farbveränderung dazu wähle, dann seht ihr, dass der Look schon ein bisschen stimmungsvoller wird. Und wenn ich jetzt auch nochmal das Color Grading dazu schalte, dann seht ihr vielleicht auch nur in Nuancen, dass das Ganze doch etwas stimmiger wirkt. Und somit bin ich schon total zufrieden. Und um uns jetzt einfach mal den aktuellen Stand anzusehen, schauen wir wieder hier unten in unsere Vergleichsansicht und sehen hier auf der linken Seite wieder unsere Rohdatei, mit der wir begonnen haben und sehen hier auf der rechten Seite unseren mittlerweile aktuellen Stand, der sich natürlich schon ganz schön abhebt vom eigentlichen und der schon in eine sehr, sehr coole Richtung geht. Aber um das immer noch ein bisschen weiter aufzupimpen, würde ich sagen, schaltet einfach ins nächste Video, lernt noch den nächsten Schritt, den ihr gehen könnt und dann würde ich sagen, kümmern wir uns um das Effekt-Pattern. Also seid dabei und schaltet wieder ein. Ich freue mich auf euch.